Okay, dann halt nicht. Hallo auch an YouTube. Ich habe gerade kurz zuerst vergessen, YouTube-Aufnahme zu starten. Jetzt haben wir das Intro nicht drin. Hab die Welt kurz gelöscht, neu gestartet und das Intro kam jetzt nicht. Okay. Ist aber auch egal. Vielleicht finde ich das irgendwo die Chats einfach rein. Passt schon. Ja, ich habe null Ahnung von dem Spiel. Deswegen. Mal gucken. Flammenkommunikation. Du hast zu lange geruht. Flammenblut. Das Lutal ist untergegangen. Verschlungen von Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Okay. Aber warum wollen wir Dunkelheit schützen? Die Dunkelheit ist zufällig von Gott, die Schwester. Supernatural nicht geguckt? Okay, Entschuldigung. Passt wohl gerade nicht dazu. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt. Voller Gefahren, natürlich. Drücke E, um deine Karte zu öffnen und deine Deckung im Auge zu behalten. Warum kann ich ein Survival-Game ohne Gefahren sein? Wär da auch mal schön. Ah, Rucksack. Charakter. Wir sehen so toll aus. Fähigkeiten? Oh Gott. Schleichangriff. So, eigentlich YouTube auch zur Info. Ich mache das ja hier im Stream. Eigentlich habe ich heute noch mehr vor. Ups. Stream kann sich vielleicht heute in die Länge ziehen. Egal. Okay, ich nehme mal, wir sollen hier weitergehen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, da runter zu springen. Wir sollen aber da hin. Gibt's einen besseren Weg? Ja. Einfach hier lang laufen. Ui, Höhle. Ist das eine gute Idee, hier reinzugehen? Soll ich hier überhaupt schon rein? Öffnen. Ui. Okay, so können wir nicht nach unten. Okay, ich glaube, wir sollen hier durch die Höhle gehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Terraforming-Werkzeug. Aber Höhlen heißen eigentlich nichts Gutes.
Hier sind Gegner. Krasser Typ. Und Schwert. Und hier geht's wieder raus. Also war das wohl geplant, dass wir hier durch sollen. Okay. Was haben wir hier Schönes? Oh, Leichen. Okay. Fähigkeitspunkt. Geil. So, ich würde jetzt aber erstmal dahin, wo ich hin soll. Und das ist hier. Position erreicht. Stein, Werkbank. Okay, also sollen wir jetzt weg, V, hier diese Taille bauen. Und dafür brauchen wir 5 Steine. Ups. Und 5 Steine kriege ich. Äste. Kriege ich nicht von hier. Ah, 3 Steine. Ah. Position erreicht.
herstellen. Und? Ui. Bauen. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Ägypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Anna befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Mismarfüten Tal. Ah ja. Hä, aber ich hatte den doch gebaut. Wo ist denn der hin? Hä? Ich bin verwirrt. Der ist verschwunden. Hi. Zack. Okay. Ich blick noch nicht ganz durch hier. Herstellen. So. Sekt auswählen. Und jetzt platzieren. Warum hat das denn eben nicht gespeichert? Finde den schlafenden Überlebenden. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. So, also jetzt kann ich hier den Hammer nehmen. Wähle eine Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Okay. Öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formenkategorien auszuwählen. Oh Gott. Fensterrahmen, Türrahmen. Der ist ein toller Türrahmen. Das ist doch kein Türrahmen. Säule? Decke. Wand. Treppe? Stufen, Wand. Und die Stufenwand. Ah ja. Alt? Ach du heilige Kacke. Tür, das nenne ich einen Türrahmen. Nicht das, was er eben war. Das ist auch ein Türrahmen. Was ist das für ein Türrahmen? Ach du Ei, Kacke. Ey, wir können Pyramiden bauen. Türen, Dächer, Dächer. Ah. Ach so, verschiedene Größen. Oh. Hier kann nicht gebaut werden. Will ich auch gerade gar nicht. Okay. Gibt es noch sowas wie eine Axt oder sowas? Wahrscheinlich mit der Werkbank. Dafür brauchen wir einen Garn und Holzscheite.
Stelle Blöcke und neue Gegenstände her und repariere kaputte Ausrüstung. Die Weapon kann nur im Gebiet eines Flammenalters platziert werden. Okay. Aber ich glaube, das Spiel verlangt noch nicht danach, dass wir was bauen. Ich glaube, ich sollte erstmal die Aufgabe nachgehen, oder? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wo soll man überhaupt hin? Irgendwo in die Richtung. Was bist du? Roter Pilz. Ich finde den Typen jetzt schon sympathisch. Okay. Ohrenwolf? Oh, okay. Kann man nicht zähmen? Später vielleicht? Das wäre cool. Ich will ja nichts tun. Wo ist er hin? Ich höre ihn. Ja, da ist er. Bitte geh weg, ich will dir nichts tun. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Bitte geh doch einfach. Das endet für uns beide nicht gut. Ey, Wolf, kannst du eine Brücke reparieren? Ich glaube, er kann es nicht. Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durch das Miasma. Okay. Spiel, wenn das dein Wunsch ist. Bleibe auf dem Pfad und auf dem Pfad, auf dass du nicht da bist. Oh Gott. Ich glaube, ich will hier nicht sein. Hallo. Ey, die können ja gar nichts. Komm, einfach weitergehen. Was kann in einem komischen Nebel schon passieren? Dass man wieder in der Höhle landet. Ich brauche mal die Fackel. Ich glaube, die Zeit da oben habe ich Zeit, hier drin zu bleiben. Danach bin ich, glaube ich, tot.
Würde ich so schätzen. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich habe den Pfad verloren. Ist das gut oder schlecht? Ah, jetzt bin ich wieder raus. Ich höre komische Stimmen. Hallo? Ich komme hier nicht hoch. Ich will hier raus. Bitte? Ich mag dieses Miasma-Zeug nicht. Und ich habe den Pfad verloren. Das Miasma-Flüssigkeit. Einfach weitergehen. Das kann in einem komischen Nebel schon passieren. Dass man wieder raus ist. Und direkt wieder auf Wölfe trifft. Ja. Okay, wir sind aber ganz scheinbar in der Nähe von diesem komischen Typen. Und da ist schon wieder dieses Miasma-Zeug. Standort oben. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Ich will dem Wolf halt nicht begegnen. Ich will ihm nichts tun. Oi, wer bist du denn? Okay. Der ist definitiv stärker. Cool. Aber ich würde sagen, zum Anspielen,